Ja gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal, beziehungsweise reiten und lassen laufen in Richtung... Lassen laufen. Das hört sich irgendwie lustig an. Na egal. In Richtung... Ist Athen als erstes oder Theben als erstes? So sage es mir, so sage es mir. Theben ist zuerst dran. Die Spartaner sind auch mit dabei. Und alle sind feindselig, bis auf... Ja gut, Mytilene, die Insel da drüben. Die bringt uns aber wenig. Blöd? Wohin soll ich Blöd. Den Thron? Blöd. Hallo. Wir werden angegriffen. Nein, unser armer Hund. Habt ihr kein Herz? Wir werden angegriffen. Was? Wohin soll ich gehen? Für Ruhm und Ehre. Ihr Schweine. Königreiche werden fallen. Wohin soll ich gehen? Wir speichern auf jeden Fall nochmal. Unter Let's Play. Kommen wir von da drüben? Das sind ja auch Flaggen. Ich meine, der Gegner kann natürlich auch die Flaggen hinterrücks platziert haben, um uns in einen Hinterhalt zu locken, aber wir denken einfach mal wie ein mutiger Mann, nicht wie ein dummer Mann. Wohin soll ich gehen? Wie wir kennen, ist die Grenze dazwischen nicht gerade sehr groß, aber wie gesagt, die Kluft dazwischen, aber hey, wir sind mutig. Wir haben kein Gold mehr für einen weiteren Stich. Wohin soll ich gehen? Die Welt ist nicht Wohin soll ich gehen? Ich wollte doch mehr Stich. Für den Thron. Auf zum Sieg! Eure Befehle. Bogenschützen? War Bogenschützen nicht unser Konter? Fuck. Fuck. Nein. Okay. Ihr habt gewonnen. Wir laden nochmal. Das habe ich jetzt total vergurkt. Aber aufs Übelste. Nochmal. Eure Befehle für den Thron. Oh Gott, freue ich mich schon auf die deutsche Kampagne. Hallo, wo kommt ihr her? Athen? Was macht ihr hier? Glaubt ihr wohl nicht mehr alle? Wollt ihr mich verarschen? Hier, aufs Maulus. Bitteschön. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich könnte natürlich hier auch Türme bauen. Natürlich auch ein bisschen Malaria verteilen. Wisst ihr was? Ich glaube, Malaria ist eine ganz tolle Idee. Das Ende ist nahe. Na, wo sind sie? Hallo, wo sind die jetzt hin? Wollt ihr mich verarschen? Ach, da sind sie. Genau, Theos im Wald. Weil Dor Yamai total Kupferzeit ist. Hat es überhaupt die Leute erwischt? Ja, es hat Leute erwischt. Sehr schön. Ihr geht außen rum. Ihr kümmert euch um diese Penners. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir wissen es. Da sind sie, die Steinschleudern des Todes. Nieder mit ihnen. Du heilst. Heile. Tu etwas für das Geld, das ich dir nicht zahle, weil ich kein Gold mehr habe. Nein, ich brauche dich noch. Egal. Bauernopfer. Jetzt werde ich hier... Ich hätte aber wirklich die Idee haben können. Haha. Der Olymp spricht. Ja komm, das reicht. Ich hätte aber echt die Idee haben können, zu sagen, ich setze da Türme hin. Möglich, dass ich sage, ich setze da jetzt Türme, dann logge ich sie an und dann logge ich sie in die Türme rein. Das hat bestimmt funktioniert. Für den Thron. So, eigentlich sollte er das schaffen. Ja, trotz, dass er jetzt eigentlich gegen seinen Konter kämpft. Ach, unser Hund. Ist mittlerweile bekannt wie bunte Hunde. So, eigentlich dürften wir jetzt durchkommen, oder? Ich denke mal, ich nehme es einfach mal. Für Ruhm und Ehre. Noch mehr Stein, davon haben wir ja so wenig. Ist überhaupt Sparta? Wenn Athen hier ist, dann muss Sparta viel weit unten sein. Nicht mehr in der Karte. Warum sind die überhaupt erwähnt? Interessant. Wohin soll ich gehen? Für Ruhm und Ehre. Die Musik ist toll. Was bist denn du für eine? Wohin soll ich gehen? Huch, hallo. Empfangskomitee von Theben. Eure Befehle? Eben von Theben. Mal eben von Theben.
Armee von Theben wurde geschlagen. Die Volksversammlung bittet um Frieden. Mazedonien erhielt Gold und Eisen als Tribut von Theben. Mann, Gold. Wohin soll ich gehen? Das fallen wir gleich mal mit ein bisschen Stich. Ich habe eine Armee besiegt und meine erste Stadt erobert. Doch kann ich diese Tat nicht mit meinem Vater teilen. Ja. Naja, da würde er eh nur wieder wegrennen vor dir. Gottes Willen, nicht der schon wieder. Er will nur bitte, dass ich ihm irgendwas kaufe. Ein Kolosseum wäre jetzt was Neues, aber... Was Neues, was Tolles. Weißt du was? Wir können doch, glaube ich, Bevölkerungsgrenze erhöhen. Wir haben 5 Restpunkte, das reicht bestimmt. Oder haben wir das schon gemacht? Haben wir das schon gemacht? Moment. Ja, haben wir schon gemacht. Okay, cool. Dann... Egal. Richtig, der mit der Panzerfaust. Da lang. Da lang. Wir müssen die Armeen besiegen, nicht die Stadt einnehmen. Das ist was Tolles. Los, Alexander. Reite hinaus. Und bringe ihnen Frieden durch das Schwert. Oder durch den Speer. Wenigstens hast du ein Schwert. Nee, du hast auch ein Speer. Ach, lass mich doch in Ruhe. Für den Thron. Für Ruhm und Ehre. Vorwärtskavallerie. Wir machen das nur mit dem Speer, weil die Panzer noch nicht erfunden wurden. Aha, aha, was kommt denn da angefahren? Abgefahren. Ja, sind sie wirklich abgefahren. Mann, deine Reifen sind ja abgefahren. Für den Thron. Wäre ich Polizist, würde ich das vielleicht machen bei der Verkehrskontrolle. Ey, Sie, können Sie sich denken, warum ich hier angehalten habe? Ihre Reifen, die fehle ich total abgefahren. Wie war das nochmal, dieses Bild? Als so eine Polizistenstreife einen Dunkin' Donuts Lieferwagen aufgehalten hat und dann bloß noch so dazu stand, dann so als Text dazu, können Sie sich denken, warum ich sie angehalten habe. Ich finde das gut. Athen. Ich glaube, du solltest ein bisschen heilen. Alexander, der Heile. Finde ich passender als der Große. Weil so groß finde ich den jetzt auch nicht. Ja. Irgendwie lassen sich die Athener gerade ziemlich wehrlos abschlachten. Naja, ich habe mich schon über Schlimmeres aufgeregt. Zum Beispiel über einen Vater von Alexander, der ihn einfach ignoriert. Und dann auch noch stirbt. So eine Dreistheit. Wo wollten ihr bitte hin? Hallo? Jetzt mal im Ernst, sagst du, die verfolgen den Hund? Ja, dann komm mal zurück. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ich glaube, ich habe den Sinn der Patrouillen entdeckt. Die sind dafür da, den Gegner abzulenken, auf gemeine Weise. Komm, geh doch wieder weiter, Hund. Irgendwann kriegen wir sie. An sich sind die jetzt mit uns verbündet. Haben die jetzt auch die als Gegner? Na gut, die haben ja eh keine Truppen mehr, von daher ist es wurscht. Athens Armee ist bald Geschichte. Alter! Seid ihr chinesische Abstammung, weil ihr so scharf auf Hunde seid? Mann. So. Das Rückgrat von Athens Armee ist gebrochen. Die Volksversammlung von Athen will einen Waffenstillstand. Ich würde sagen, Athen ging vor die Hunde. Gold und Eisen als Tribut gezahlt. Sehr schön. Das ist toll. Das macht mich glücklich. Von dem brillanten jungen König Mazedoniens bedroht, führt Sparta jetzt ebenfalls Krieg. Och nö. Soldaten Spartas marschieren auf Alexanders Hauptstadt zu. Och nö. Zum Glück habe ich schon mal ein paar Türme gebaut, aber längst noch nicht genug. Wir müssen Sosias Aristoteles rufen. Stimmt, er hieß nicht Sosias Philosophus, er hieß Sosias Aristoteles. Mann, wie konnte ich das vergessen? Oh, da sind sie ja. Hallo Sparta.
Die Spartans. Der Spartans. Na schön. Was ist denn das? Reichweite von Tempeln. Immer ist Sparta unser Gegner. Okay, unsere Türme haben eine ordentliche Reichweite. Ich bin mal gespannt, wann sie kommen. Alexanders Hauptstadt, haben sie gesagt. Was ist hier? Wir werden angegriffen. Ah, okay. Ja, toll. Jetzt gehen die schon wieder den Hunden hinterher, oder was? Oh, Mann. Ich bin gerade überlegen. Ich könnte natürlich ein Kolosseum bauen. Ich kann es nicht mehr. Warum? Ach, Ressourcen? Hä? Was fehlt denn? Ah, Stein fehlt. Ach so, stimmt. Ich habe jetzt Türme gebaut. Aber wenn ich's hab... Kolosseum ist zwar schön, wenn ich da neue Einheiten bauen kann, aber dann habe ich so viele Ressourcen ausgegeben, dass ich kaum noch neue Einheiten bauen kann. Nur ein paar. Obwohl eigentlich fast genug. Den Tempel mit der Selbstteilung, der ist nicht mal so wichtig, wie einmal Alexander zum Heilen. Auch in Pausen und so. Von daher würde ich eigentlich echt aufs Kolosseum gehen. Wohin soll ich gehen? Für Ruhm und Ehre. Die Stadt wird angegriffen. Wird doch Zeit. Wird der Palast zerstört, erheben sich die panischen Bürger und Alexanders Herrschaft ist zu Ende. Wir werden angegriffen. Ah, ja. Ein Rambo. Ich weiß nicht, damals habe ich noch nicht so komisch gedacht, aber jetzt sieht das irgendwie komisch aus. Es schaut aus wie ein Auto. Ein Auto mit einem... Schwer. Echt schwere Angelegenheit. Das ist irgendwie... leicht verstörend, der Anblick dieser Rahmenböcke. Aber nur leicht, nur ganz leicht. Wo bist denn du? Da bist du. Nein, meine armen Felder. Sie waren doch noch so jung und getreidig. Sie wollten doch nur wachsen. Ja, verfolgt jetzt noch rein. Jetzt macht er den Palast mit einem Stich kaputt. Wir werden angegriffen. Aber ja, Spartas Truppen sind ein bisschen stärker. Macht ja auch Sinn, ist eine Kriegernation. Sind sie tot? Oh, nö, da kommt der nächste fahrende Penis. Mann! Ja, da wird gespeichert, wunderbar. Oh. Oh, oh. Durch. Warum wird hier eigentlich nicht weitergebaut? Baut mal weiter an dem Ding hier. Das brauchen wir. Du könntest doch mal einen Schlachtruf machen, Alexander. Also wirklich, du hättest auch immer selbst dran denken können. Alexander, Schlachtruf. Und ihr könnt da auch mal hintergehen. Ich glaube, wir brauchen das Kolosseum nicht mehr. Wir haben so ein bisschen Bevölkerung geschenkt bekommen. Haben wir gewonnen. Sparta, Athen und Theben wurden von Alexanders Armeen besiegt. Griechenland ist unter der Herrschaft Mazedoniens. Doch größere Eroberungen warten. Bald wird alle Welt den Namen Alexander der Große kennen. Nachdem ich die Rammböcke gesehen habe, wage ich das zu bezweifeln. Es gibt Größen, mit denen sollte man sich nicht messen. Was ist denn das? Ach, das sind die. Ja, okay, die kamen von da unten. Alles klar. Dann hätten wir das geschafft. Das ist toll. Und wir haben sogar noch knapp eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, wir könnten uns jetzt schon mal in die nächste Mission setzen und die anfangen. Sehr schön. Das heißt, Fortschritt. Fortschritt ist was Tolles. Fassen wir uns an den Fortschritt. Und machen weiter. Ein Eroberer ist geboren. Perfekt, dann schauen wir mal rein. Wer ist denn wohl gemeint? Napoleon? Gut.
Und wenn die Franzosen mal nicht zu hoch heben. Das Schlachtross scheute unter seinem Reiter, als spürte es die Gefahr durch die feindlichen Truppen jenseits des Flusses. Alexander beruhigte es mit fester Hand und leiser Stimme. An seiner Seite ritt Philotas, sein vertrauter Feldherr. Mit ihrer Armee und den erfahrenen griechischen Feldherren Kraterus und Meleager hatten sie den Hellespont überquert. Imperator Darius III. Hatte seine Verteidigung am Ufer des Flusses Granicus aufgebaut, wo seine Feldherren warteten, überzeugt, dass sie die Griechen schlagen würden. Bald würde die Schlacht beginnen. König gegen Imperator. Feldherr gegen Feldherr. Es geht um nicht weniger als um die Herrschaft über das Reich Persien. Naja, das kleine Reich ist doch winzig. Ich glaube, das Persische Reich, ich glaube, das war sogar eines der größten Reiche, das jemals existiert hat. So zumindest in der Antike, weil das war schon wirklich gewaltig groß. Ich habe mal irgendwann eine Karte gesehen in seiner größten Ausdehnung und es war nicht gerade klein. Also gut, sie müssen mindestens die halbe persische Armee ausschalten, die jenseits des Granicus wartet. Viele Schlachten warten im Lauf der Invasion auf Alexander. Da seine Truppen nicht ersetzt werden können, sollten sie jede Schlacht mit äußerster Umsicht angehen. Mindestens die halbe persische Armee. Boah. Alexander, Philotas und Graterus müssen alle überleben. Okay. Okay. Geschichte. Und Tipps. Nachdem sie die Perser beim Fluss Granicus besiegt haben, können ihre Einheiten in der verbündeten Stadt Antioch geheilt werden. Tyros ist schwer zu erobern, aber Beharrlichkeit und eine kombinierte Land-See-Taktik bringen Erfolg. Nutzen Sie Ihre Generäle weise. Sie können verschiedene Soldatengruppen begleiten, aus verschiedenen Richtungen angreifen und ihnen so einen wichtigen taktischen Vorteil verschaffen. Okidoki, dann gucken wir mal rein und bitte ohne Absturz. Boah, ey, erschreck mich nicht. Ich dachte, der kam jetzt gerade. Ein Pfeil! Wir lernen aus dem, was wir eigenen Auges sehen. Das sagte mir mein Lehrmeister Aristoteles. Dann, Gebieter, würde ich sagen, wir haben alles gelernt, was möglich ist, indem wir die Perser beobachteten. Vielleicht sollten wir zu unseren Leuten zurück, ehe die Chance vertan ist, das Wissen auch zu nutzen. Ha! Ihr sorgt euch zu sehr, mein Freund. Doch kommt, kehren wir zur Truppe zurück. Oh. Oh Mann. Entschuldigung. Immer wenn ich gerade was trinke, versaue ich die Zwischensequenz. Hallo, Truppe. Hallo, Alexander. Was gibt es Neues, Kameraden? Wie kämpfen wir gegen Persiens Armee? Draufhauen und Spaß haben. Die Anführer sind der Schlüssel. Sind sie nicht mehr, zerfällt die persische Armee. Es ist Zeit, unsere Truppen am Fluss einzusetzen. Ich habe das Gebiet mit Flaggen markiert. Wie gut, dass der Gegner die ja nicht sieht. So, hä? Das sind Flaggen. Hat das irgendeinen Sinn? Ach, nö, läuft einfach weiter.